Bruce Nauman wurde 1941 im amerikanischen Bundesstaat Indiana geboren. Er lebt und arbeitet in New Mexico, weit ab vom Rummel des Kunstbetriebs. Dies ist kein Film über Bilder. Thema ist nicht, was man sieht. Thema ist, was man nicht sieht, was hinter den Bildern steckt, wer hinter den Bildern steckt und wer vor ihnen steht, um sie anzuschauen. Wir. Dies ist kein Film über Hollywood. Es geht nicht um Mord und Totschlag, sondern um die Darstellung innerer Gewalt. Macht, Ohnmacht, Freude, Frust, Liebe, Hass, Angst, Tod. Große Gefühle, die sich in kleinen Taten äußern. Seit über 30 Jahren behandelt Bruce Nauman diese großen Gefühle in Videos, Zeichnungen, Installationen, Skulpturen. Anstelle dick aufgetragener Effekte benutzt Nauman minimale Gesten. Dem Pathos Hollywoods zieht er die lakonische Ehrlichkeit der Selbstinszenierung vor. Nauman macht Kunst, nicht Kino. Er ist nicht Unterhalter, sondern Störenfried mit einer manchmal nervenden, oft lauten, immer verunsichernden Kunst, die uns, das Publikum, gleichzeitig anzieht und abschreckt.
important, I think, to Naumann's art was, even though there was a whole generation of us in the 60s who were breaking out of certain kinds of frames. The background, of course, is the Vietnam War, a lot of certain breaking down. Hintergrund der Kunst der 60er Jahre ist der Vietnamkrieg. Ich war damals noch Student, aber im Zentrum von Naumanns und auch meiner Kunst stand bereits die Kritik an der amerikanischen Gesellschaft, am American Way of Life, dessen Grundlagen mit dem Vietnamkrieg in sich zusammenbrachen. Wir wehrten uns folglich gegen jede Form von Autorität, und dazu gehörte auch das Infragestellen der Konventionen von Malerei und Skulptur. Was also something that we questioned, and the whole ability in some ways to produce new meaning meant that we would be able to find a way of making. Wir wollten neue Inhalte für unsere Kunst, und diese neuen Inhalte konnte man nicht mehr in die Formen der Vergangenheit packen. Das war der Hintergrund für die künstlerische Arbeit Naumann und auch für die meine. So this was very much the context in which work like mine and Naumann's was done in the mid-60s. This was the background. He is not a painter, he is not a sculptor. He expresses his idea in various media. Can be photographs, can be... Naumann ist nicht nur Maler oder nur Bildhauer. Er benutzt die unterschiedlichsten Medien, wie etwa Fotografie. Wollte man ihn mit Gewalt in eine Schublade stecken, könnte man ihn einen Konzeptkünstler nennen, weil für seine Arbeit die Idee wichtiger ist als die Form. Aber auch da kann man ihn nicht mit anderen Konzeptkünstlern wie etwa Joseph Cuthuz vergleichen. Deren Ansatz ist ein ganz anderer. Gemeinsam ist beiden nur, dass sie Marcel Duchamp als ihren eigentlichen Vorläufer ansehen. Ich habe Bruce damals nie persönlich kennengelernt. Und eigentlich kenne ich ihn auch heute kaum. Unsere Karrieren verlaufen seit 30 Jahren parallel, aber aus ganz alltäglichen Gründen hatten wir nie Gelegenheit, uns anzufreunden. Aber man muss ja nicht mit einem Künstler befreundet sein, um eine hohe Meinung von ihm zu haben. Das ist keinesfalls nur so dahingesagt. Ich stehe der Arbeit meiner Kollegen sonst sehr kritisch gegenüber.
Wie Zugang finden zu einem Künstler, der einen allein lässt, ohne auch nur ein Wort der Erklärung? Wie filmt man jemanden, der selbstständig filmt und uns, die Betrachter, mit versteckten Kameras beobachtet? Der erste Schritt zu Bruce Nauman führt in einen seiner Videokorridore aus den späten 60er Jahren. Wir werden registriert und seitenverkehrt auf uns selbst zurückgeworfen. Dann ein Blick auf den jungen Nauman. Von Anfang an ist er sein eigenes Thema. Die Serie der 11 Farbfotografien zeigt 1967 absurde kleine Inszenierungen am morgendlichen Kaffeetisch. Kalten Kaffee, das Team der Bohrer. Der Künstler verzehrt Sprache zum Frühstück und spielt Skulptur, indem er einen Brunnen mimt oder seine Hände zu Plastiken verrenkt. Jede noch so abstrakte Form trägt die Spuren von Naumans Körper und Geist. Ein simpler Betonblock entpuppt sich 1968 als Abguss des Raumes unter meinem Stuhl. Das John Coltrane-Stück, eine auf den ersten Blick simple Aluminiumplatte, ist auf der Unterseite für den Betrachter unsichtbar spiegelglatt poliert. Eine Grabplatte, die das Geheimnis ihrer Vollkommenheit für sich behält. Mysteriöse Hommage an den großen Jazz-Saxophonisten John Coltrane, der ebenso wenig über seine Arbeit zu sprechen bereit war wie Nauman.